Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres FIFA 14 Ultimate Team Let's Plays. Ich bin Rektalin, ihr schaut FIFA Games for You und wir starten in das nächste Spiel. Da ist er auch schon, der nächste Gegner. 64er Chemie, 70er Bewertung. Das ist ja mal sehr gut. Möchte ich meinen. Vielleicht schaffen wir den Aufstieg noch. Wir brauchen ja nur 3 Punkte und haben nur noch ein Spiel zur Verfügung sozusagen. Bin ich schon sehr gespannt. Der FC Kipp. Alles hängt an dieser. Andererseits muss er richtig gut sein, dass er dann weit gekommen ist. Verhilft zum Aufstieg. Eine fantastische Atmosphäre hier im Stadion. Die Fans freuen sich auf diese Begegnung und die Spieler sind natürlich auch gespannt. Was machst du denn da, Waschikowski, Mann? Ich habe nicht damit gerechnet, ehrlich gesagt, dass ich den Ball da schon bekommen habe. Vorteil. Das ist nicht so gut. Achtung, hier bahnt sich vielleicht was an. Erstmal hier Ruhe reinbringen. Was macht er denn da? Das Problem ist, dass die Stürmer relativ gut sind. Und das heißt, wenn er erstmal einen Stürmer ranbekommen hat, dass das wiederum bedeuten kann, dass das durchaus gefährlich wird. Und uns auch auf dem kalten Fuß erwischen kann. Beziehungsweise mich in dem Moment. Gibt's doch gar nicht hier. Weil wenn man mit der Hintermannschaft zu tun hat und die dann wiederum nicht so gut ist, hat man so das trügerische Sicherheitsgefühl. Und erwartet dann von den Stürmern auch nicht so viel, ist meine Erfahrung. Beziehungsweise, so geht es mir oft. Deswegen müssen wir hier jetzt arg aufpassen. Bin auch fast dafür, dass wir hier... Lauf, Kiesling. Lauf, 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 lauf. Und ruf, ruf, ruf. Gott, was? So, jetzt bin ich mal gespannt, was der Schiedsrichter macht. Notbremse, oder? Wieso denn ich? Willst du mich verarschen, oder was? Das gibt's doch wohl nicht. Willst du mich verarschen hier, oder was? Spielen offensiver, glaube ich. Und nee, wir bleiben erstmal so, wie wir es immer machen. Müssen ja jetzt nichts übereilen. Weißt du, schickt er seinen Torhüter raus? Fast schon Notbremsequalitäten hier, aber ich krieg auf den Sack. Chance zum Konter, was machen Sie drauf? Und der muss jetzt rein! Oh, kommt wenigstens in die Ecke. Scheiße. Das müssen wir nicht loben. Das ist Standard. Das unterschreibe ich. Ja. Mir doch egal, was du da unterschreibst. Okay, Einwurf rausgeholt. Waschikowski bewegt den Ball. Gibt's doch gar nicht. Das nennt der Abiturient antizipieren. Er liest die Situation und schnappt sich das Spielgerät. Ungenauer Pass von Didier Drogba. Er landet beim Gegner. Mann, was macht ihr denn heute? Gibt's doch gar nicht. So, mir reicht das jetzt. Wir spielen jetzt offensiver. Ja, der wäre durch gewesen. Bringt uns nichts. Aber abseits. Glück für die Abwehr. Soll das? Ich will das. Warum kann ich das denn hier beim Freistoß nicht wechseln? So. Da trudelt der Ball frei übers Spielfeld. Ah! Der ist echt gut. Erstmal weg mit dem Ding.
Da wird zum Eckball geklärt. Zwei beinahe ebenbürtige Gegner. Ja, so kommt es mir auch vor, ey. Der Torhüter in dieser Situation für sich. Prima abgewehrt, der Schlussmann war hoch. Bronzespieler werden ja jetzt auch mittlerweile aufgewertet, wenn sie gegen Goldteams antreten. Habe ich so gehört. Okay, haben wir einen Einwurf rausgeholt. Aber wir haben noch überhaupt keinen Druck aufgebaut bei ihm aufs Tor. Und das ist das, was mich im Moment wirklich stört an der ganzen Angelegenheit, wie sich das... Und was entscheidet der Schiedsrichter? Ja, und der kriegt keine Karte, oder was? Willst du mich verarschen, oder wie? Getroffen. Das zeigen diese Bilder dann doch relativ deutlich. Korrekt gesehen vom Schiri, die Wiederholung beweist. Ja, und drauf. Ecke rausgeholt, okay. So, unsere erste Ecke. Komm, 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 den kriegst du doch, oder? Boah, Millimeter, ey. Komm, sind wir mal am Tor schon, wird es auch gefährlich. Also, das müssen wir weiter fortführen. Gut, dass wir auf Offensiver eingestellt haben. Einwurf haben wir rausgeholt, das ist in Ordnung. Schmelzer. Komm, 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 Kiesing. Oh, schade. Naja, was soll's. Kiesing müssen wir ein bisschen aufpassen, mal. Bender. Oh Gott. Nein. Mann. Na, Scheiße. Und Achtung, genau hingeschaut. Super, wie er diesen Fälle. Da war er noch dran, ey. Was zum Glück. Muss echt aufpassen. Weil, wie gesagt, die Stürmer, die sind echt nicht schlecht. Da müssen wir gucken, dass wir da irgendwie Ruhe reinbekommen. So, komm, komm, komm. Jawohl, da läufst du. Und drauf. Egal. Flanke ist nichts geworden, der Ball wieder beim Gegner. Bender. Und rein damit. Klasse, wie er sich den Flankenball da runterholt. Und nun Drogba. Er macht seinen Job richtig gut und entschärft diesen Angriff des Gegners. Aber wichtig ist, wir bringen mehr Druck auf den Gegner. So sieht das der Trainer gern. Nee. Mit diesem Ballverlust bringen sie sich doch unnötig okay, in Gefahr. So, das ist gut, das ist gut. Jetzt müssen wir nur einen bekommen, der auch was mit anfangen kann. Hand. Hier, Müller. Und bring rein. Jetzt ins Tor. Gefährliche Oh Gott, was macht ihr denn? Leute, Leute, jetzt wieder zurück. Oh Gott, nein, 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 nein. Drogba. Gut, dass er den weitergegeben hat. Abseits. Boah, was ein Match. Was ein Match. Das geht die ganze Zeit hin und her. Das könnte ausgehen, wie es will. Ich wage mich da noch nicht irgendwas zu prognostizieren. Auf jeden Fall ganz anders als erwartet. Von der Mannschaftszusammenstellung her. Spieler ist sehr gut. Den Ball ach, leck mich doch. Lahm, was machst du denn? Nicht Gott. Nicht fallen lassen. Festgehalten. Super. 0 zu 0. Was eine erste Halbzeit, ey. Aber das kann es ja wohl nicht gewesen. Diese beiden sind ausgeglichen. Das drückt sich ja auch im Ergebnis nur zwei Schüsse aufs Tor, ey. Müssen ein bisschen mehr nach vorne riskieren. Ja. Dann wird es ein gutes Fußballspiel. Müssen mehr drauf gehen aufs Tor. Wir müssen da mehr Druck aufbauen. Das bringt uns alles sonst überhaupt nichts. Anstoß zu Beginn der zweiten Hälfte. Komm, Blaschikowski. Jawohl. Blaschikowski. Das sieht nach einer guten Möglichkeit aus. Komm, den kriegst du doch, den kriegst du doch, oder? Ah, egal. Oh, selber angeschossen, scheiße, Mann. Kiesling, was stehst du da auch so blöd rum, Mann? Der wäre so geil aufs Tor gekommen.
Egal. Wichtig ist, das ist ein guter Akzent, den wir jetzt in der zweiten Halbzeit gleich zu Beginn setzen. Mit uns ist nicht zu spaßen. Wir machen Druck. Das frühe Stören, es hat sich gelohnt. Schon im Mittelfeld sind sie wieder in. Komm, Müller. Lauf doch auch, lauf doch auch. Jetzt ist er da kurz stehen geblieben, verrückterweise. Und Ecke, jawohl. Komm, mach rein. Oh, was ein Ding. Jawohl, lauf und bring rein. Sehr gute Flanke. Ach, der Kopfball war scheiße. Hätte ich gar nicht erst machen sollen. Hätten wir noch irgendwie reinbringen müssen. Balleroberung im Mittelfeld. Ja, hier könnte sich eine Chance entwickeln. Jawohl! Was ein Ding, Kießling. Du Gott. Das ist der Rückstand und den wollten sie auch. Aber auch super herausgespielt, da hat er gutes Stellungsspiel gehabt. Fantastisch freigelaufen. Sehr gut, Kießling. Nicht verunsichern lassen. Weiter ab nach vorne, ist noch alles möglich. Da wird sich so mancher Fan auf der Tribüne gefragt haben, wieso sitze ich eigentlich hier? Wir werden weiter aggressiv bleiben. Ich habe kurz überlegt, ob wir nicht auf defensiv umschalten. Das werden wir aber nicht machen. Okay. Weg damit! Jawohl! Scheiße! Ja! Oh Gott! Die verstehen sich blind! Nein! Nimm den! Oh Gott, danke! Sind wir hier gerade arg am Wackeln, muss ich sagen. Schon im Mittelfeld holen sie sich den Ball zurück. Komm! Jawohl! Nun sollen sich also auch die Defensivleute aus der Zentrale mit einschalten in den Angriff. Was natürlich auch Risiken birgt in der Abwehr. Und jetzt startet der Kollege. Komm da, mit dem Kopf. Bender. Ah, den habe ich scheiße gemacht. So, jawohl. Und weiter. Ah, beinahe gut geschickt. Okay, ein bisschen die Hektik rausnehmen. Ich muss unbedingt mich ein bisschen beruhigen. Bringt sonst nichts. Und jetzt hat er die Chance, um zu flanken. Müller. Scheiße, jetzt habe ich versucht, das Spiel ein bisschen schneller zu machen. Es hat nicht geklappt. Aber okay, jetzt können wir ein bisschen Ruhe wieder reinbekommen. Wollte gerade ansetzen. Eine wichtige Balleroberung im Mittelfeld. Leute, ihr könnt doch nicht zum Gegner passen. Tolle Flanke. Nein. Danke. Wir stellen mal auf ausgeglichen. Ein Kompromiss zwischen Offensiv und Defensiv. Hand. Komm, Hand. Jawohl, Mandzukic. Lauf. Okay. Ich glaube, er hat ihn gehalten. Es ist doch ein Torhüter. Er kann es. Das regt mich ein bisschen auf an den Kommentatoren. Das hier, der macht ein gutes Spiel. Was ist jetzt los? Pause, oder? Wenn er mich jetzt hier vertrollen will oder so, dann gibt's auf die Fresse. Ich hasse das. Wenn da in solchen Situationen dann Pause gedrückt wird, das finde ich total affig. Wenn der andere auch okay drückt, hast du dann nicht die Hand am Controller oder so. Zum Kotzen. Oder ist er abgehauen? Was ist hier los? Nee. Weg ist er nicht. Wir versuchen es mal über die linke Seite zur Abwechslung. Haben es ja jetzt die ganze Zeit probiert gehabt. Über rechts. Und das sieht gleich gut aus. Da sind die Räume groß. Kriegen wir es rein. Und Kießling? Oh, ja, die Sache ist gegessen. 2-0. Kießling, das Kopfballungeheuer. Bringt die Sache nach Hause. Und der Aufstieg müsste damit auch so gut wie in trockenen Tüchern sein. Also von daher, die Sache ist ganz gut gelaufen bisher. Und da macht er ein weiteres seiner Kopfballtore. Der ist aus dieser Mannschaft nicht mehr wegzudenken. Aber an dieser Stelle sei es erwähnt, Manni, natürlich wunderbar herausgespielt, die ganze Geschichte. Und wenn du so einen Kopfballschlag Mann hast, dann musst du es nutzen. Hier der Vergleich der heutigen Torschüsse. Okay, hat er zurückgespielt.
Das ist nicht so gut, das ist nicht so gut. Dank seiner Übersicht konnte er den Ball souverän abfangen. Jetzt zieht er ab. Weidenfeller, du Tier. Da können wir die ganzen weg Schabon mit dem Ball. Ich sag mal, er ist eine Rakete. Unfassbar schnell, diese Explosivität. Weidenfeller, oh, was war denn das für ein Ding? Und schon ist das Spiel wieder eher offen als alles andere. Was ein fantastisches Tor. Ein Apparat, sage ich euch. Guckt euch das mal an. Was ein Ding. Da hat der Weidenfeller aber auch keine Chance mehr gehabt. Ja. Also kann ich hier ohne irgendwas anerkennen. Das war fantastisch. Und rein damit. Gott, Blaschikowski. Erstmal auf der linken Seite, spielt die ganze Situation heraus, gibt es an Mandzukic, geht dann in den 16er und schießt tatsächlich noch aufs Tor drauf. Also Hut ab vor Blaschikowski, der da tatsächlich ackert wie ein Pferd. Nein, nein! Oh Gott, was macht ihr denn da für einen Scheißdreck jetzt noch? Wollt ihr mich verarschen oder was? Hier, jetzt wären wir im Kindergarten oder wie? Geht hier für uns um den Aufstieg, Leute. Genau, zack. Mandzukic. Jetzt rennt aber auch Mandzukic. Rennt. Runter. Blaschikowski kommt nach. Blaschikowski will. Jawohl. Und drauf da. Nicht nur abgewehrt, sondern gleich auch ja, ich hätte noch einen Schritt weiter laufen sollen mit Blaschikowski. Leute, Leute. So kann er den Ball mit Leichtigkeit abfangen. Souveräne Leistung des Verteidigers. Aus? Jawohl, wir haben es geschafft. Der Aufstieg ist unser. Und am Ende wurde es nochmal ganz schön knapp. Als Aufsteiger in Liga 6 fest. Perfekt. So, liebe Zuschauer, damit haben wir zwar den Titel nicht geholt, aber immerhin den Aufstieg gesichert. Das heißt, wir sind bisher durch jede Liga durchmarschiert, die wir betreten haben. Da sieht man auch Blaschikowski, 9,7 hat er verdient. Super Spiel gemacht, der Kollege hier. Kiesling natürlich auch sehr gut. Weidenfeller hat den Sieg nach meiner Meinung festgehalten. Mit einigen fantastischen Paraden. Aufstieg ist geschafft. Und damit kommen wir zum Ende des 24. Spieltages. Der Kommentar des Tages geht an Megagame-Zocker. Und ich freue mich über den Aufstieg, bedanke mich immer fürs Zusehen und sage ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.